Ladies and Gentlemen! Schöne Grüße aus Berlin! Meine Damen und Herren, da nehme ich mir das Recht aus, Ihnen Adiletten anzumoderieren. Hier ist der King of Rap! Hier ist Bushido! Welcome to the show, everyone! Let's get lost! The day has come! Ladies! Meine Damen und Herren, mein Name ist Bushido, ich bin heute hier mit König Knossi auf dem Twitch The Real Knossi Channel und wir haben heute den größten Rap-Contest 2019, 2020 mitgebracht und unfassbar viele lustige Geschichten und wir haben angekündigt, der Gewinner wird einen Song produziert bekommen von mir, live im Studio, gerne mit mir gemeinsam. Knossi wird vorbeikommen, wird das hier für die Zuschauer im Twitch-Channel auch live streamen und jetzt Achtung, werden wir noch eine Sache aufpacken und zwar habe ich mit den Jungs von Amazon Prime geredet, beziehungsweise von Amazon Music und die sponsoren dem Gewinner, winkt die Nummer 1 Playlist Amazon Raw mit Cover, mit einer digitalen Kampagne, mit Playlisten-Support, mit allem drum und dran. Das heißt, der Gewinner wird fett unterstützt von Amazon Music. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße, geiler Support und ey, wir werden heute einfach verdammt nochmal ausrasten, Alter! Mann! Was ist denn hier los, ey? Aggressive Stimmung! Let's go! Nein, da ist Kajo und das Lied heißt Ciao Ciao. Ich sag Ciao zu all den Hater, wenn ich geh. Ich sag Ciao zu meiner Love, was wir uns sehen. Ich sag Ciao zu euch Götz hier in der Gegend. Ciao, ciao, ich sag Ciao, ciao, ja. Ich sag Ciao zu all den Hater, wenn ich geh. Ich sag Ciao zu meiner Love, was wir uns sehen. Ich sag Ciao zu euch Götz hier in der Gegend. Ciao, ciao, ich sag Ciao, ciao, ja. Ihr macht wieder Auge, Auge, okay, kein Problem. Gang, sie ballert, ballert immer unterwegs. Sagst du, du hast Abi, aber Abi schon okay. Sitzen nicht in Rari, Abi, aber es guckt zu spät. Dort Shorty nennt mich Rapper. Sonnenschein meine, kein Wetter. Gille, 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 jeden Track, ja. Oh la 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 la, lade meine Clip wie die Baretta, ja. Ich sag Ciao zu all den Hater, wenn ich geh. Ich sag Ciao zu meiner Love, was wir uns sehen. Ich sag Ciao zu meinen Girls hier in der Gegend. Kurz meine Meinung, komplett als, wie kann man sagen, als Laie, als Außenstehender, der sich aber gerne mal solche Tracks anhört. Ich finde professionelles Video. Ist jemand, der schon öfter sowas gemacht hat. Es ist auf jeden Fall von der Videoproduktion her nicht irgendwie so irgendwo hingestellt mit Handy gefilmt. Das ist schon mal richtig, ja. Richtig. Autotune natürlich. Bist du gar kein Fan? Guck mal, das Stilmittel Autotune gut in Szene gesetzt, kann was Vernünftiges sein. Das Problem ist aber, dass der Song anfängt, unabhängig davon, stell dir einfach vor, es wäre kein Video gewesen. Ja? Das Video hat einen guten Look, ist auch Hochglanz produziert, alles kann sich sehen lassen. Jetzt stell dir aber mal vor, das Video wäre nicht da, der Song würde anfangen. Er ist vom Mix her, finde ich ihn sehr, er schwächelt, ja? Er ist nicht fett, er ist nicht dick gemixt. Es ist von den Sounds, von den Beat-Sounds, von der Stimmfarbe, vom Autotune-Effekt und so, es würde praktisch in einer momentanen Deutsch-Rap-Playliste nicht auffallen. Also Ciao Ciao ist... ist raus. Nein, ist raus. Dann schreib auf. Ach, den schreibst du gar nicht auf. Ich schreibe erst gar nicht auf. Ciao Ciao. Doch, trotzdem, vielen Dank, die Mühe dir gemacht zu haben, hier mitzumachen. Ja, ey, noch einmal, wie gesagt, bitte. Fühl dich auch selbst überhaupt nicht irgendwie disrespected oder so. Denk jetzt auch nicht, du sollst irgendwie deine Karriere an den Nagel hängen oder so. Mach weiter, alles cool. Aber wie gesagt, so jetziger Moment wäre das nichts für mich. Wir gucken rein. Atta mit Herkules. Viel Spaß. Atta. 90.000, by the way. Da sehe ich aber, da höre ich aber direkt auch... Also ich hoffe auf die Drums, vom Sample her gefällt mir schon mal. Check, yeah, Atta rappt, im Begriff von unzufrieden. Keiner meiner Feinde schafft es, diese Stimme stumm zu kriegen. Deutscher Rap sind Fotzen, euch zu ficken wäre Ehebruch. Greife mir das Zepter und ich scheiß auf euren Segenthron. Sagte Wahrheit, Eier aus Beton, so wie Herkules. In 2 Jahren trage ich die Krone, wenn's mein Herz zulässt. Lass die reden, trage keine rosa-rote Brille. Angesicht zu Angesicht, wie im Koma Totenstille. Macher, ihr seid Zuschauer, Parasiten, Blutsauger. Abgehoben, Hubschrauber, kürze eure Flugdauer. Reden, was von Geld machen, Drive-Bass und S-Klassen.
Schaukeln an ihren Bags, Flaschen schießen nur mit Schreckwaffen. Rockkids, die im Kopf Drama haben, Kopfwix durchhalten, auf Karma warten. Junkies, die nicht ausgekatert haben, erzählen ihre Stories wie vom Paulanergarten. Leben heißt Kämpfer sein, so wie Herkules, bleibe meiner Linie treu. So wie Herkules, kämpfen ohne Schwäche zeigen. So wie Herkules, so wie Herkules, so wie Herkules. Leben heißt Kämpfer sein, so wie Herkules, bleibe meiner Linie treu. So wie Herkules, kämpfen ohne Schwäche zeigen. So wie Herkules, so wie Herkules, so wie Herkules. Arthur rappt, hey, da kriegen Gänsehaut jeder. Jetzt mal ganz ehrlich, mal ein ganz kurzes Zwischending. Man sieht, vom Beat her, man hört Parallelen so zu deinem Stil. Ja. Und ich finde auch die Lines, ich höre es mir gerne an, macht mir Spaß. Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei dem Song gerade eben als allererstes, da hatte ich ja schon nach 6 Sekunden, wusste ich schon genau, nee, will ich nicht weg und so. Der Junge ist auf jeden Fall interessant. Also schade ist natürlich, dass der Beat fängt an, geiles Sample, die Drums, okay, könnte noch mal ein bisschen mehr Bums drin sein. Die Hook ist das Schwächste am ganzen Song. Ich finde dann auch, also er in seiner ganzen Erscheinung könnte natürlich ein bisschen motivierter, ein bisschen straighter auch an den Tag kommen. Ne? Er steht dort vor seiner Kamera, er muss einfach raffen, das ist sein Videodreh, es ist sein Song, sein Beat. Da ist kein anderer neben ihm, dem er Platz machen muss. Er ist der Einzige, auf den es sozusagen in diesem Video ankommt. Deswegen finde ich von daher auch die Performance ein bisschen zurückhaltend, finde ich. Ne? Ja, ja. Aber okay, kann man mitarbeiten auf jeden Fall. Also finde ich jetzt nicht scheiße oder so. Schweigen Gold, wer hat dies? Ist jetzt mit Haschisch? Also, kurzer Eindruck von dir. Willst du erstmal was sagen? Kurzer Eindruck. Beat sensationell. Ich sag dir ganz ehrlich, der Beat hat mich richtig, hat mich gut gecatcht. Also ich muss da ganz ehrlich gestehen, ich kann ja sozusagen mit der ganzen Art, kann ich natürlich immer was anfangen. Ne? Ich bin jetzt nicht irgendwie einer, der so wie Silbermond rüberkommt. Ne? Nach Motto, nee. Auch wenn ich jetzt irgendwie fast hier Silberkopf bin, aber... Ich habe kein Problem, aber ich merke, dass wenn die Jungs die Musik machen, halt extrem jung aussehen. Er sieht, wie alt wird er sein? Digga, er sieht aus wie 15, maximal. Es ist wirklich so, ne? Also, und das gibt, sagst du dann, okay, das ist, der gibt mir kein, da ist kein Credibility, da hast du keinen Respekt oder was? Nein, das hat nichts mit Respekt zu tun, aber es ist halt einfach, ich kann dann halt nicht so richtig pumpen, als wenn es halt jemand wäre, wo ich sage, okay, der ist halt jetzt schon, keine Ahnung, 20, jenseits der 20. Also das ist natürlich von der Optik sehr jung, soll natürlich aber nicht zu seinem Verhängnis werden, weil, ey, wie gesagt, du siehst ziemlich alt aus, er sieht ziemlich jung aus, deswegen. Ja, was denn? Nein, aber wie gesagt, das Ding ist halt auch so ab in den Astra und dann bam, Brettern auf die Autobahn und so. Ist halt so das Ding, wahrscheinlich gerade eben in diesem Gruppenbild haben wahrscheinlich von den 20 Leuten vielleicht 2 irgendwie einen Führerschein. Deswegen, ja, müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, ansonsten habe ich nichts großartig dagegen. Ich bin da eher so ein bisschen neutral. Ich würde sagen, dass wir den Kollegen mal in die dritte Kategorie packen. Die und am Ende sozusagen dem Publikum überlassen, ob wir uns dann später damit nochmal irgendwie beschäftigen. Ein jüngerer Kollege. Von diesem Tag an vertraue ich keiner Frau mehr. Steppe nicht mehr vor Liebe, nein, lieber von dem Sturmgewehr. Ja. Mein Fehler war, dass ich dir vertraut hab. Denn dieser Fehler war letztendlich mein Untergang. Aber nein, ich hacke hier auf niemanden rum. Ich konzentriere mich lieber weiter auf Vergewaltigung. Panik, ja, ich hoppe. So fresh im Bastard. Das kann man hier in dem Stream nicht nochmal wiederholen. Nein, mach nicht zurück.
auf niemanden rum. Ich konzentriere mich lieber weiter auf Vergewaltigung. Panik, ja, ich... Was ist mit dem los, Junge? Panik! Bist du geisteskrank oder was? Hä? Digga, ja. Mach die Scheiße weg. Wirklich. Mach trotzdem einen großen Applaus von mir. Ja, Panik, du warst mit uns, hast du die 100.000 gemacht. Mit uns. Wirklich. Guck mal, der Punkt ist ja der, man muss ja auch sagen, Alter, so, guck mal, er Panik, ja, produziert bei Beat Brothers. Dass er die Eier in der Hose hat und sich mit so einem Video bei uns bewirbt. Also entweder er macht das aus Spaß und das ist sozusagen so eine Parodie, oder er meint es wirklich ernst. Lose soul going crazy. Shit, ja, geh raus in den Lick. Ja, bin nur für die Klick. Tane, du bekommst nichts mit. Sag doch, was du willst. Ich bin down für die Crew, du weißt. Zeit ist Geld und Zeit vergeht im Flug, du weißt. Shit, ja, geh raus in den Lick. Ja, bin nur für die Klick. Tane, du bekommst nichts mit. Sag doch, was du willst, ich bin down für die Crew, du weißt. Zeit ist Geld und Zeit vergeht im Flug. Ganz kurz, das ist so zum Beispiel ein Style, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Also eine kleine Anekdote dazu, wir gehen mal ganz kurz zurück in der Zeit. Wenn sich irgendjemand von euch hier noch ans Dreams-Album von Shindy erinnert, dort hat er, glaube ich, das allererste Mal einen Rin-Feature gehabt. Ja? Und ich hatte, als ich den Song mit Rin gehört habe, habe ich ungefähr dasselbe Gefühl gehabt. So. Weißt du, er meinte, guck mal, ich habe einen coolen Typen so aus meiner Gegend, ich habe einen Song mit ihm gemacht und so. Und dann habe ich mir das halt angehört und dann höre ich diesen Rin und ich habe auch oft nicht verstanden, was er gesagt hat. Hier geht mir das auch, dieses... Nuscheln oder was? Leider. Empire, Grüße gehen raus. Es gibt sicherlich Leute auch wieder, denen das gefällt. Ey, so. Noch einmal, an dieser Stelle, ich will mich nicht immer wiederholen, aber noch einmal, kein Hate gegen euch, Empire, ob das jetzt eine Crew ist oder ein Künstler, kein Hate gegen euch, aber das ist nichts, wo ich heute sagen würde, krass, geil, feier ich. Setzt euch hin, es könnt euch wegknallen. Hier ist das Ding, viel Spaß. Ich fick doch Gorex, Alter. Was ist das? Präsentieren. Was denn, Mann? Killer Sound. Eine. Neun Aktien. Macht krank. Produktion. Das ist doch. So, der Song hat noch nicht angefangen. Das ist nur ein bisschen Show. Ja, aber ich könnte jetzt schon nicht mehr schlafen, sag ich dir ganz ehrlich. Killer Ossi, Killer Sound, der Killer Ossi steht auf Frauen. Wenn der Killer Ossi kommt, dann spielst du den Killer Clown. Dieser Track ist so geil, das ist Macht, Krank, Style. Hammer Teil, Hammer Sound, Hammer City, Hammer Town. Killer Ossi, Killer Sound, der Killer Ossi steht auf Frauen. Wenn der Killer Ossi kommt, dann spielst du den Killer Clown. Dieser Track ist so geil, das ist Macht, Krank, Style. Hammer. So, jetzt gibt's. Ruf doch mal an. Ja, was machst du? So eine Frechheit. Wir sind ein qualitativ hochwertiges Format, verstehst du, was ich meine? Und so ein Rotz hier hinzulegen. Es ist eine Frechheit. Mein Name ist Karo, ich komme aus BLN City. Ich wurde in Tempelhof groß. Seit 6 Jahren habe ich Rap im Fokus. Ich feature keines der fetzte Solo. Verkaufen Ärsche für Promo. Berliner Talente bleiben die besten Logo. Eier so dick wie ein Globus. Junge, ich bin in meinem Modus und fick so Homos. Alle neuen Rapper wollen Gas geben. Sprachthemen, Batzen, Nachtleben. Junge, du musst Acht geben. Daneben tragen alle zu eng geschürzt. Aber haben noch nie im Leben Wu-Tang gehört. Musik zuliebe bin ich immer auf der Schiene geblieben. Ohne Filme zu schieben in der miesesten Krise. War Rap für mich da, bin im Ghetto der Star, so wie MOSA. Zu dem Marvin die Pokerkarte von Xavier's Schule für Hochbegabte. Rapper am Eier wie ein Osterhase. Angeblich der Grund für die Drogenrate. Für die momentane Ohrenplage gibt es bald eine Todesstrafe. Bin eine Tastatur, denn ich enter das Game. Sag mir, wer von euch hat mal ein Gangster gesehen? Alle deutschen Rapper sind Drogenkuriere. Ziehen und schießen wie Bogenturniere. Wir sind auf dem Weg zu dir im Opel zu viert und meinen Anteil hole ich mir. Lack, ich bin von einem anderen Stern, so wie Dragon Ball Z. Hip-Hop war für mich Sonny und Frank. Ich dachte, die Mucke. Hip-Hop waren für mich Sony und Frank. Bruder, ich küsse doch deine Augen, Alter. Und deine Brille. Geil. Doggy gebankt, gib mir den Beat, ich bin gegen die Revolution. Ich erledige diese Mission, kein Nachladebedarf, denn meine Stimme ist die Munition. Dicker, los zur Seite. Ich bin Kanake mit Hochschulreife, so gut wie keine. Rapper sollten sich mit mir messen, denn mein Flow bricht Beine. Life is better, Larry, ich komm und zerficke jeden Dritte geben. Und auf einmal landen sie bei mitten im Leben. Deine Schwanzgröße, Fisherman's Friends. Wegen mir findest du Hitler korrekt. Ich bin am glänzen Silberbesteck. Vor dir haben nur Kinder Respekt. Wer hat dir was in den Hintern gesteckt? Komm nach Berlin, pin
Wandeffekt. Du wolltest doch auch mal das Wunder geschehen. Wenn wir kommen, wählst du die 110. Ich empfehle dir, die Handy jetzt runterzunehmen. Denn gegen mich kannst du nichts unternehmen. Leider können deine Freunde heute keine Hilfe leisten. Denn in meiner Gegend darf ich jede Sache mitentscheiden. Und wenn ich der Meinung bin, er sollte lieber sitzen bleiben. Kleben deine Backen am Boden wie ein Mittelstreifen. Ich muss auch zugeben, er ist mir sehr sympathisch. Ja, ja, natürlich. Das ist das, wir haben im Vorfeld mit ihm gesprochen. Sympathie war halt direkt auch da. Ne? Ja, und er hat in seinem Song vor 1,5 Jahren hat er gesagt, echte Rapper sind für mich Sony und Frank. So ist es. Ja, dann die Gemeinsamkeiten. Ihr kommt beide aus Berlin. Ja, das ist... So. Und ist ein netter, wohl gut erzogener, höflicher, kleiner, junger Herr. Weißt du, ich meine? Ja. Feier ich, Alter. Ist doch in Berlin gedreht. Ja, ja, das wundert mich auch gerade. Kommt aus Linz in Berlin gedreht. Oder das ist Forum Neukölln. Neukölln-Arkaden ist das hier. 4-6-0-0. Hä, ist doch Hassan. Und du bist wie ich mach du. Gringo. Krass. Ja, guck mal. Vor meiner Haustür. Es ist halt einfach hier ums Eck, Alter. Krass. Es ist einfach hier. Krass, geil, Alter. Was doch, ich mach schlapp, zähle Bares mit den Jungs, ab heute wird nur mehr gelacht. Mir geht's gut, Gott sei Dank, mach mit Mucke ein paar 1000K. Kopf von unten und übernehme das Game, alles ist okay. Ich bin der Champ, wer will mir was erzählen? Aufgewachsen in einer Gegend, wo sich Brüder bestehlen. Abgesehen, Job für BM, hör Sirenen hinterrücken. Lass Sirenen, hör Sirenen in mein Ghetto. Am Unakodurm, lass die Knarre und dich zieht. Orus mit Kujur, warum redest du so viel? Pico, hör mal zu, fehl am Platz in mein Gebiet. 4-6 meine Gegend, alle schieben Welle, wenn ich schieß. Bullen hinter mir, ich werde paranoid. Verpacke Packets, meine Fresse, sich du im Täterprofil. Hände klingen täglich, Kunden brauchen Medizin. Um den Beat zu ficken, brauch ich keine Melodie. Nachts, Zivis, tragen mich, tritt in die Pedale. Lade, ich schaffe, Dalle, Don, Dalle. Knast oder Malle, Straße bleibt Straße, Straße bleibt Straße. Nachts, Zivis, jagen mich, tritt in die Pedale, lade, ich schaffe, Dalle, Don, Dalle, Knast oder Malle, Straße bleibt Straße, Straße bleibt Straße. Siehst du, wie wir unsere Runden am Block drehen? CL, AMG, stimm die Charts aus dem Weg. Hab's gesagt, hab's getan, bist du Gras, musst du zahlen, Chico. Ich fand's ganz nice. Ich muss sagen, das ist der erste Song, das erste Video, ja, das sozusagen startet und an, bei dem ich zu keinem Augenblick so das Gefühl hatte, ja, okay, mach mal aus. Oder? Es war nie langweilig. Nee. Nein. Man konnte sich das gut geben bis zum Ende. Ja, ja. Musik hat mir auch gefallen. Gut, ich meine, ganz viele Jungs natürlich auch in dem Video, die ich persönlich gut kenne. Gringo auch einer meiner Liebsten sozusagen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, aber immer ein sehr sympathischer, ein sehr korrekter Typ gewesen. Generell alle anderen Jungs im Video sehen auf jeden Fall stabil aus. Es sind ja auch oft sozusagen schon bekannte Szenen hier, so eine Fahrstühle, ne, mit Jungs im Fahrstuhl, ja, und sowas alles. Aber das kann man dem wenigstens abkaufen, weißt du? Das klingt kredibil, das klingt sieht kredibil echt aus. Und Authentizität ist dort auf jeden Fall gegeben. Er hat auch er hat Kraft in seiner Stimme. Also das, was mir bei Atta ein bisschen gefehlt hat, ja, so ein bisschen so der Druck, diese Aussagekraft und so, die hat Motive auf jeden Fall gehabt. Okay, er hat auf jeden Fall Bargeld. Und ein Goldring. Und ein Mercedes. Alter, aber nämlich hm? Ey, Gorex, Alter. Schön mit den Nonnen. Wie hat der die dazu bewegt, das mitzumachen? Ganz ehrlich, ja. Respekt dafür. Das ist eine gute, das würde mich interessieren. Wie so ein Typ es geschafft hat, das sind wahrscheinlich aber auch echte Nonnen, ne? Ja, das sind echte. Die da raus zu uns sagen, komm, mach doch mal mit in meinem YouTube-Video. Lass mal kurz nochmal laufen, ich will mal sehen. Was war? Was war? Die Oma ganz rechts, guck mal, wie sie abgeht. Guck mal, sie. Achte mal auf sie, bitte. Nee, noch ein bisschen. Yes. Ey, das Video geht auch nur eine Minute eins hier. Ja, also Respekt dafür, dass du die Nonnen rausgebracht hast auf die Straße. Ja, das war's. Ich feiere ihn mit dir geschrieben. Geil, ja, geil, geil. Ja. Ey, aber ist doch lustig, ja, dass wir auch mal zwischendrin so eine Nummer hier mal sehen. Moneyboy, der Neue. Komm, gib mir mal Money jetzt, bis sich alle beschweren. Wo kommt dieser Jano auf einmal her? Ich hole mir nur das, was ich verdien. Komm, gib mir mal Money jetzt, bis sich alle beschweren. Wo kommt dieser Jano auf einmal her? Ich hole mir nur das, was ich verdien. Yeah. Sneak auf dein Balenciaga Sneaker. Gib mir eine Scheie a la Mia Khalifa. Magst du mich wirklich oder wird das zu einem Monaco, meine Damen und Herren. Guck mal, es ist so ein bisschen das Prinzip wie bei dem allerersten Song, den wir gehört haben. Es ist sozusagen vom Sound her und auch von den,
das ist so, das hab, nee, weiß ich nicht. Das Schöne war, es hatte so ein bisschen gute Laune-Feeling von Anfang an. Ja. Also ich hatte gleich ein gutes Gefühl dabei. Ja. Das Video hat schön begonnen. Ich fand, der Beat fand ich nice. Und dann wurde es aber auch irgendwann, muss ich damit haben. Ist okay. Dieses Leben ist ein Witz, doch ich hab die Pointe nicht verstanden. Lache an den falschen Stellen und entsage mich von allem. Keiner da, der mich voranbringt, seh wie Wahnsinn in mir anschwillt. Wie der Dreck auf euren Straßen wurde ich jahrelang behandelt. Ich dachte zuhauf, dass meine grauen Tage bunt werden. Die Narben auf meiner Seele werden zu Kunstwerken. Aber erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Bei ihnen findest du keinen Einklang als ein anderer Mensch. Es geht darum, dass jemand besser ist als du. Fügen Messerstiche zu, aber meckern übers Blut. Tun so, als ob es uns kümmert, doch haben nicht mal Interesse. Kein Wunder, dass uns niemand vor der Spitzenklinge rettet. Und versuchen wir Probleme anzuschneiden wie ein Chirurg. Fährt der Karren an die Wand und es reißt uns auf der Gurt. Die Ironie des Clowns, jeder lacht außer du. Fantasie nimmt ihren Lauf und tränkt den Asphalt mit Blut. Manege frei, tretet ein, seht wie mein Pein lodert. Dein Ass im Ärmel lässt mich kalt, das hier ist kein Poker. Euch holt die Rache endlich ein, so süß wie ein Donut. Schon viel zu oft hab ich geweint, ich werde mein Joker. Manege frei, tretet ein, seht wie mein Pein lodert. Dein Ass im Ärmel lässt mich kalt, das hier ist kein Poker. Euch holt die Rache endlich ein, so süß wie ein Donut. Schon viel zu oft hab ich geweint, ich werde mein Joker. Also, ich muss sagen, dass man zu Anfangs, natürlich aufgrund des Zusatzes von wegen Handyvideo und so, war man schon ein bisschen negativ beeinflusst. Sofort, ne? Man hätte so gedacht, da kommt wieder so ein Killer-Ossi oder so um die Ecke. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Klar, die Performance ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber Musik gefällt mir. Ich finde, das Sample ist stark. Die Snare gefällt mir sowieso. Und der Text ist jetzt mal natürlich ein bisschen was anderes. Kein Straßen-Battle-Gangster-Rap. Nein, ganz anderes Ding mit Inhalt. Message, Inhalt, sozialkritisch und so, gesellschaftskritisch. Gefällt mir. Bullen observieren meine Chabos in der Stadt. Viele sitzen ab, weil ihre Pläne sind geplatzt. Ja, entweder das hier klappt oder die Tage zählen im Hubs. Chabos schlagen sich kaputt, aber sie spüren nichts wegen Nats. Gibt die Polizei die meisten von den blauen Nacken. Doch selber sie jagen das Vader, doch Kriege von mir hacken auf Leber. Sie machen noch selber, doch werden für einen Batz zum Gegner. Schüsse auf die 31, gar kein Platz für Verräter. Das ist 315, fick deine Kriminalakte. Wir legen wieder mal Hase jetzt auf die Digitalwaage. Alles illegal, will minimal 10.000 im Monat. Und genau deswegen bringe ich die Pakete aus Holland. Bullen suchen hier nach BTM, doch finden es nicht. Sie haben zwei meiner Kollegen an der Grenze erwischt. Ihr könnt befragen, wen ihr wollt, aber keiner spricht. Sie haben nur den Namen Dago und sonst haben sie nichts. Du hast Packs voller Flex, Tappi Tappi. Bruder, alles echt, was du rappst, Tappi Tappi. Du hast Geld und dein Benz, Tappi Tappi. Doch du rennst von mir weg, weil du kennst Dago Abi, ey. Du hast Packs voller Flex, Tappi Tappi. Bruder, alles echt, was du rappst, Tappi Tappi. Du hast auch Geld und dein Benz, Tappi Tappi. Doch du rennst von mir weg, weil du kennst Dago Abi, ey. Ich merke ja, wenn ich etwas höre, dass ob mir irgendetwas im Kopf bleibt. Und er hat eine interessante Aussprache, er hat lustige Wörter, die er benutzt. Also Dago 315, weiter. Ja, wenn man so Leute sieht, sind man direkt komplexer, Alter. Meinst du, die machen Sport, Alter? Also auf jeden Fall hast du hier nicht die typischen Schüler. Jetzt hast du mal richtig gestandene Männer hier im Video. Wir gucken mal kurz in die Runde rein hier. Auf jeden Fall hast du hier Leute, die können den einen oder anderen Klimmzug auf jeden Fall auch. Was sag ich, ey, dem muss ich nicht abends auf Berlinstraße so kurz, weißt du, was ich meine? Muss ich nicht begegnen. So, auf die Art, ne? Ja. Wer bringt besser Drill als ich? Keiner. Gang im Club, Köpf wie Mitch, will den Batzen extra dick. Spuck die Straße, Blatt und Stift, Vakuumhase, Trap aus ging. Wechsel die Sim, GBS Print, Money und ich, Kanye und Kim, sitz im Gericht, niemals ist Snitch. Ach, ihr sticht, für ihre sonst nichts. Straight aus Hood, Bendo, Nigga, Push, Boss, Jogger, Brecher, Look, Cavalelo, Cognac, Muss, schneller Lifestyle 030. Kein Quatsch, die sehen, die Sir. Die Ratten, die trauen sich her. Bitch, in Hafen bist du dabei, Millionär. Der Hunger treibt mich weit, will noch mehr. Gang, Sterne am Dach, Rolls Royce Phantom, höll ich das Tasch. Guck ins Klänchen in jeder Nacht. Kreuzberg, Brennpunkt, Görlitzer Park, wie Klein Gangs. Rest wiegen mit Banditen. Kissen, pushen, muss verdienen. Benzer mieten über Grenzenrasen. Sag mal, würde ich nicht zu Wifi machen. Usama Gorilla, mein Rücken ist Silber. Frau, meine Haut und Internet von Bilder. Knock es right aus, helf weltweiter. Meine Protesten sind am Scheitern. Keine Gangster, Rapper, bitte. Ich denke mal, wir haben soweit erstmal gehört, dass wir uns ein Bild machen können. Die Stimme ist auf jeden Fall sehr charakteristisch. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die mir im Kopf bleiben würde.
Ja, wie gesagt, also ging. Nicht ging. Schlecht, aber wenn er auch aus dem Luciano-Umfeld kommt und so, dann wird er auf jeden Fall auch sein Ding noch weitermachen. Barso kommt mit tausend Stichen als recht tätowiert. Deutscher Pass, weiße Nice, ich bin etabliert. Sie wollten reden, aber mir fehlt jetzt die Zeit. Zu spuck ich Lines auf dein Konzept und bleib die Eins. Bis jetzt macht Platz, wenn ich roll. Fokus auf der Nutte, denn die Taschen sind jetzt voll. Immer frische Seiten, weil die Fotze lutschen soll. Mama, Tini, Susha, ja, wird brav, wenn ich da call. Schritt 1 und wir reden über Geld. Schritt 2, eine Bombe und er fällt. Ich bin gewohnt, in deinem Club so viel zu sippen, dass ich Steine auf Politessen werfe, basiert keine Titten. Du willst was sagen, auch die Airpods machen stumpf. Ich bin so hackevoll, brauch nicht mal einen Grund. Ich könnte jeden ficken, aber bin zu wählerisch. Mehr Interesse für die Show, du weißt, wie schwer das ist. Sie machen jetzt tausende Fotos. Socken bleiben gelb, Yamamoto. Haben keinen Plan, von der weiter kopieren. Was ihnen fehlt ist Fokus, 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 Fokus. Was ihnen fehlt ist der Fokus, verfickt ist der Fokus auf Erfolg und du machst. Was ihnen fehlt ist Fokus, Fokus, Fokus. Kein gutes Zeichen, wenn Moschino gehen muss. Fokus, Fokus, Fokus. Digga, du bist nicht etabliert und ich voll tätowiert. Jeder weiß, was passiert. Fokus. Du legst dir Lines vor, ich leg mir mein Geld zurecht. 22 auf der Haut, ja, wir haben das Markt. Ey, das wissen die wenigsten Leute. Ich bin gar kein Russe, ne? Hättest du gedacht, dass ich Russe bin? Ja. Bin ich nicht. Russe, Pole, also auf jeden Fall irgendwie so. Also Ostkopf. Opa ist Pole, ja. Es fehlt mir ein bisschen irgendwie etwas, wo ich sage, okay, es ist mir irgendwas im Kopf geblieben oder so. Ich habe beispielsweise, ich habe mir nichts merken können. Nee, nur das eine Mal pisst jetzt, das habe ich mir gemerkt, weil fand ich ganz funny. Seine Stimme ist erinnert mich auch ein bisschen zu sehr an Bones und sowas alles. Weißt du, ich meine, von daher ist da fehlt mir so ein bisschen der Wiedererkennungsfaktor oder das Alleinstehungsmerkmal und so. Oh. Das Mic fett zum Beben, ah Mist, ich fang schon wieder an, Scheißdreck zu reden. Ich wollte mich vorstellen, was erzählt von meiner Gestalt. 1,84 groß, 35 Jahre alt, 72 Kilo, gebräunt und unanpassbar. Blondes, kurzes Haar, kompliziert und unanpassbar. Voll tätowiert, ja, Kunst wie 100 Wasser. Einfach unfassbar, unfassbar, baba. Perfekte Persönlichkeit, bestätigen kann das jeder, ja, je. Schon vorbei oder was? So schnell haben wir noch keinen beendet. Brudi, ich höre doch schon am Anfang, allein wenn der, wie sie reinkommen, weißt du, ich meine, wenn die Strophe anfängt und so, der Flow. Das ist ein Feier für mich. Ich fahre mit den Jungs durch die Straßen meiner Stadt. Wir machen hier Kunst nur im Dunkel dieser Nacht. Glaub mir wirklich, jedes Wort wird nur lebendig auf dem Tag. Wir atmen weißen Rauch und wir heben einfach ab. Ich fahre mit den Jungs durch die Straßen meiner Stadt. Wir machen hier Kunst nur im Dunkel dieser Nacht. Glaub mir wirklich, jedes Wort wird nur lebendig auf dem Tag. Wir atmen weißen Rauch und wir heben einfach ab. Und es ist kurz nach drei, als ich das schreibe. Ich höre Beats und catche Vibes. Ich chill in meiner Zone mit Stranger Things und einem Jack auf Weiß. Ich zünd die letzte Kippe an und rauch sie bis zum Filter runter. Was soll ich sagen, Bro? Mit Farben werden Bilder bunter. Ich bin mir sicher, das ist für dich ziemlich unverständlich. Doch wie du weißt, ist mein Kopf sowas wie ein Kunstgefängnis. Hab mich schon oft gefragt, ist all das hier die Zeit noch wert? Denn seit Jahren bin ich eingesperrt. Ich fahre mit den Jungs durch die Straßen meiner Stadt. Als es anfing, war ich schon positiv überrascht. Also ich konnte mir, bevor sozusagen die Strophe kam, nicht richtig vorstellen, was jetzt auf uns zukommt. Mhm. Im ersten Augenblick und in den ersten paar Takten war ich positiv überrascht. Ich dachte mir, okay, es ist seriös, da ist auch kein Spinner am Werk. Es ist alles sozusagen, es war auch sehr in time. Oft hatte ich ein Problem damit gehabt, dass viele, viele Künstler sehr viele Stellen in ihren Songs hatten, wo sie das Taktgefühl verlieren, wo sie Offbeat landen und so, dann wieder reinkommen. Aber das war alles sehr seriös und stabil. Hatte aber dann irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich da Bowser höre, Alter. Also findest du, dass das daran angelehnt ist, dass er das absichtlich macht? Ich weiß nicht, ob es Absicht ist. Ich weiß nur, dass wenn ich das jetzt höre auf eine etwas längere Zeit, dann erinnert mich das irgendwie an Bowser. Und dann fehlt mir schon wieder so ein bisschen. Also mir fehlt, aber das ist wahrscheinlich auch Geschmackssache, einfach der Wumms in diesem Track. So, das wird wahrscheinlich auch ja, das Publikum dafür Dicker, geben. Aber es ist, kommt natürlich auf den Song an. Das ist natürlich kein Song, wo Wumms drin ist. Ja, das ja. Ist bewusst gechillt. Ist mir so, so geleiert. So einfach. Ah!
mein Ziel, ist lange passé. Dachten ich lieg, im Sarg und verwes. Komm in meinem Kopf, dass ihr alle versteht, welche Phasen ich jahrelang schon übersteh. Seh seit ich kill, renn nur einen Weg gegen den Wind, bleibe nicht stehen. Ich blick auf den Zeiger, wie lange ich noch Zeit hab, bevor meine Stunde für immer hier schlägt. Dicker, ich leb für die Musik, all diese Themen waren Therapie. Kommt jedes Wort, das ich schrieb auf ein Blatt, hat mir Kraft und wird mit dieser Platte versiegelt. Ich hatte nie viel, doch ich gab nicht auf, denn ich hatte ein Ziel vor meinen Augen. Nicht ohne mein Team, was für Team, ich halte es alleine am Lauf. Willkommen in meinem Kopf, so dass ihr mal seht, der Tag eins Bro, doch ich bleib nicht stehen. Von tausenden Bros, wie ein Bleibe stehen, aber kein Problem, mir geht's okay. Bei jedem Menschen in meinem Leben hab ich immer nur gegeben, doch am Ende haben alle diese Menschen mich enttäuscht. Fickt auf Gefühle, fick auf die Liebe, ich fick jetzt auf euch und es läuft. Bleib jetzt zurück in die Zeit, auf das, was ich mag, habt ihr alle einen Scheiß. Ihr habt mich verspottet und abprophezeit, dass ich nicht im Business im Leben niemals auf nur irgendwas reiß. Ich erwarte nichts. Alle ihren Segen und Glück auf meinem Weg gibt es Glück an der Hand. Sie mich schon immer supporten, auf andere geb ich den Weg. Beiße mich fest wie die Cobra, aus dem Scheiß gibt's direkt in die Großstadt. Seh mich auf Poster und fall in den Oma, Digga, dir und Oma ist lieber den Not an. Ich denk an die erste Show, kommt keiner da. Was schreit sie, Bro? Damit scheißegal. All diese Ratten kommen heute auf mich zu und sagen, Digga, ich support dich seit dem ersten Tag. Fickt euch, merkt euch meine Strophen, denn ab heute geht es nach oben. Bin in meinem Element, zeige es der ganzen Band. Es ist eine Zeit für meine Metamorphose. Durch meinen Kopf, meine Vergangenheit läuft ab, als wär's ein Film. Will sie sortieren, doch fast die Hälfte ist verschwommen. Erkennt nur Zeile, fühlt sich an, als wär ich blind. Ich war am Leben, doch ich fühlte mich wie tot. Geformt durch all den Zorn, steckte ich nur auf dem Weg fest. Es macht keinen Sinn, ich lass mein altes Leben los. Der Blick nach vorne, die Stunde nachgeschlägt, jetzt! Yes! Alle diese Motherfucker wollen mich erwundet sehen, doch ich gebe den Pinsel und ich stehe wieder auf. Der Bremme gehst du nach oben, denn ich habe wie die anderen in der Szene meine Seele für die Bocke, die verkauft. Ich war ich selbst, ich hab mein Leben lang geackert mit dem Blick auf die Musik, alles gegeben für den Traum. Und egal was ich erschaffe, gab's egal was da bekommt, dies und bleibt die große Liebe, denn ich gebe sie dir auf. Fuck it, man, ich geb mein Weg. Alle Menschen sind jetzt nie gelebt. Mein Kopf ist voll voller Themen. Was ich schon ist, ist zu extrem. Digga, Mann, ich bin es weg in dem Business und zeige den Leuten, was hier noch so geht. Ich schreib das Kapitel der Metamorphose, Kuss. Der Letzte, der steht. Also, ey, bevor du jetzt irgendwas sagst, von Anfang bis Ende fand ich es einfach geil. Wenn ich jetzt, ich habe auch den Chat ein bisschen beobachtet, also wenn ich jetzt nach dem Chat gehen würde, glaube ich, dass da eher schon eine positive Stimmung herrscht. Ne? Also ich denke mal, dass es dort mehr Leute gibt, die es gefeiert haben. Aber ich weiß nicht, Alter, vielleicht liegt es auch einfach an meinem persönlichen Geschmack. Ja, ja. Der Kollege ist stabil eigentlich, aber es ist nicht so... Ich habe, warum ich auch nichts gesagt habe, ist, ich habe die ganze Zeit gewartet, um etwas zu finden, wo ich sage, so, ja, okay, geil, feiere ich. Weißt du, was ich meine? Ich finde, es war okay, absolut. Auch diese etwas schnelleren Rap-Passagen so waren so, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt nicht irgendwie so möchte gern, aber es war für mich nicht bisschen so... Bisschen bayerischer Akzent war drin. Ja, darauf habe ich jetzt nicht so sehr geachtet, aber ich weiß nicht, so im Gesamtpaket ist es nicht so, dass ich sage, so... Aber ich persönlich mache auch komplett andere Musik. Verstehst du, was ich meine? Also ich kann mich dann vielleicht auch nicht so sehr in andere Künstler reinversetzen, die jetzt theoretisch dieses Autotune, Larifari-Zeug machen oder das bei ihm, dass er halt ein bisschen auch überladener ist. Also ich weiß nicht, persönlich kann ich damit nichts anfangen. Durch die Straßen in einem neuen BMW. Fensterheber runter, wenn ich deine Freundin seh. Das sind keine Pläne, Mann, ich träume, was ich lebe. Höre mich auf, bis Platz 1 in meiner Biografie steht. Fahre durch die Straßen in einem neuen BMW. Fensterheber runter, wenn ich deine Freundin seh. Kannst du ausmachen. Da ist es eben so, wie gesagt, es catcht mich gar nicht, wenn ich das so höre. Das Erste, was mich so ein bisschen erinnert, ist halt Raff. Ne? Und das macht dann Raff natürlich viel besser auf einem anderen Level, dann ist es auch okay, aber das weiß ich nicht. Yeah. Ey, gib mir die Chance und ich zerbomb die Labels. Es könnte so einfach sein mit mir, doch ihr Missgeburten denkt alle viel zu complicated. Kopfschmerzen, weil ich Briefe von meinem Anwalt kriege. Ich brauch ne Zwangsjacke in meiner Gesangskappe. Schmierialage, ich mach Moos parallel. Manchmal gibt es kein Zurück, wenn in der Not Para fehlt. Moos am erlebt, hab den Os am ergehen. Guck, ich zieh an meiner Kippe, weil der Tod kommt doch eh. Die 6-9er, guck, alles läuft grad. Wenn ich will, zahl ich in Gold,
Start. Viele kommen wieder bei mir an und wollen cool sein. Das war ziemlich süß, doch es wird zu bitter. Guck, diese roten Augen kommen nicht etwa vom Glanz kippen, weil die ganz klicken, ich bin Lucifer. Dacht an der Kippe ziehen, Gala geht, ich bin es Kim. Du gibst still, Bruder, sieht dir geht. 5-1, ich hab das Sagen wie der Leutnant. Kein Entertainment, wir sind alles wie 6-9. Dacht an der Kippe ziehen, Gala geht, ich bin es Kim. Du gibst still, Bruder, sieht dir geht. 5-1, ich hab das Sagen wie der Leutnant. Kein Entertainment, wir sind alles wie 6-9. Ich zerreiß die Zähne, komm mir von hinten wie ne Fotze und ich schwöre dir, ich gebe dir dann gleich den Penis. Keine Pläne, ich geh drauf, los, auf Strom, Kopf ist kaputt, Bruder, lauf los. Ich stimme die Party, ich bin Gladbacher. Nach dem Essen kurz ein Absacker, die 6-9, der Rest ist nur Maschera. Hol deine Freundin, guck den Cock, kann sie blown. Kidnapping und auf einmal hat sie Stockholm-Syndrom. Alles easy, ich schwör alles easy. Auf einmal kleben alle an mir so wie ein Panini. Habibi, bin heute im Zivil, ey, bin heute im Zivil. Da drüben ein paar Zivis, ich heb meinen Finger und schrei hier Habibi. Viele kommen wieder bei mir an und wollen cool sein. Das war ziemlich süß, doch es wird zu bitter. Guck, diese roten Augen kommen nicht etwa vom Blanks kippen, weil die ganz klicken, ich bin Lucifer. Dacht an der Kippe ziehen, Gala geht, ich bin es Kim. Du denkst still, Bruder, sieg dir geht. 5-1, ich hab das Sagen wie der Leutnant. Kein Entertainment, wir sind alles wie 6-9er. Dacht an der Kippe ziehen, Gala geht, ich bin es Kim. Du denkst still, Bruder. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja gut, tendenziell ist es natürlich so, dass ich jetzt natürlich das Problem habe oder man sieht natürlich, dass die Art von Musik natürlich eher das ist, was mich persönlich auch anspricht. Naja klar, das merkt man ja. Das merkt man ja selber, also ich höre den Beat so, ich fange an zu nicken, bei den letzten 2-3 Songs war es halt eher nicht so. Schwierig, ich sag's dir ganz ehrlich, also entweder ist es etwas, wo man sagt, okay, oder man sagt, naja, es ist jetzt irgendwie nicht so richtig so mit irgendeinem Heraus... Also mit so einem Alleinstellungsmerkmal. Weißt du, was ich meine? Es ist okay, aber noch einmal, ich habe es schon mal gesagt, es ist nichts dabei, wo ich dann genau gesagt habe, oh, das hat mich so krass geflasht. Nein. Vor etwa 5 Jahren, da erkannte hier niemand mein Potenzial. Jeder meiner Scheißlehrer früher meinte, dass aus mir nichts wird. Denn sie wollten, dass ich etwas mit Versicherung mach, so wie provinzial. Wie war's egal, weil dieser Traum zu einem Rapper nicht stirbt. Angeblich waren nur meine Eltern dran schuld, aber letztendlich fehlt euch nur die Geduld. Mich zu belehren war wirklich nie easy, das gebe ich zu. Aber nicht, weil ich dumm oder faul war. Ich kannte die wichtigen Dinge des Lebens und tausendfach besser als du. Ich lebe mein Leben und geh meine Wege, wohin sie mich führen. Steh ich am Abend verschlossenen Türen. Dreh ich sie ein, meine Scheiß auf die guten Allüren. Keinem von euch ist der Hass hier gewachsen, der sich über Jahre gesammelt hat. Ich war mit heiligen Wassern gewaschen, als sie noch auf Drogen auf Straßen gegammelt hat. Die Hälfte der Kids in der Schule war reich und verwöhnt. Ich traute dem Karma, denn ich wusste, irgendwann macht sich das alles bezahlt. Hab mich bis heute mit keinem versöhnt. Spritz auf mein Leben jetzt intravenös, denn ich hab meinen Preis für mein Leben gezahlt. Steck mich nicht weiter in Schubladen, ich ändere niemals im Leben was an meiner Art. Bis das Blut fließt, mach ich weiter. Meine Blacklist führt mich heute noch zum Eibar. Motorrad-Gang-Style am Start. Was sagst du? Ja, es ist so für sich sozusagen genommen wahrscheinlich okay. Ja, auch nichts, wo ich sage, das ist grausig oder so. Aber es ist, ich habe da keinen, da macht's bei mir nicht Klick. Mary, Mary Jane, ich bleib mit dir die ganze Nacht. Die Spots, an denen wir chillen, diese Video überwacht. Verballern ein paar Millen, hab gutes Feeling, dass es klappt. Und selbst wenn es nicht klappt, hab ich immer noch meinen Schatz. Mary, Mary Jane, ich bleib mit dir die ganze Nacht. Die Spots, an denen wir chillen, diese Video überwacht. Verballern ein paar Millen, hab gutes Feeling, dass es klappt. Und selbst wenn es nicht klappt, hab ich immer noch meinen Schatz. Mary, Mary Jane, ha, yeah, Mary, Mary Jane, yeah. Mary, Mary Jane, nur das Grüne. Meine Liebe und mein Fluch, Baby. Tropf, ich bin limitless wie Charlie Harper. Komm mit 40 Räubern in den Club, als wär ich Alibaba. Mein Rap wird radikaler, strukturierter, asozialer. Sie zerreißen ihre Mäuler so wie Kannibalen an. Sie sage ja, aber hat dich nicht zu jucken. Grab im Waagebunker, lass dich nicht kacken beim Pushen. Zwischen Ratten und Nutten, die nur klopfen, sobald Flut kommt. Brüderpreise, überweise nix und scheiß auf Coupons. Baby, trägt dich Suits, ich kann es spüren, dass sie mich will. Ex den Johnny Walker, ich bin übelst in meinem Film. Baby, trägt dich Suits, ich kann es spüren, dass sie mich will. Ex den Johnny Walker, ich bin übelst in meinem Film. Mary, Mary Jane, ich bleib mit dir die ganze Nacht. Die Spots, an denen wir chillen, die sind Video überwacht. Verballern ein paar Millen, hab gutes Feeling, dass es klappt. Und selbst wenn es nicht klappt, hab ich immer noch meinen Schatz. Mary, Mary Jane, ich bleib mit dir die ganze Nacht. Die Spots, an denen wir chillen, die sind Video überwacht. Verballern ein paar Millen, hab gutes Feeling, dass es klappt. Und selbst wenn es nicht klappt, hab ich immer noch meinen Schatz. Mary, Mary Jane, ha, yeah, Mary, Mary Jane, yeah. Mary, Mary Jane, nur das Grüne. Mary, Mary
Gefällt er dir? Ich finde, also... Hallo, nicht abgucken. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, noch einmal, also feiere ich bis jetzt, also natürlich gibt es andere Leute, wo ich wirklich sage, okay, so ganz explizit fokussiert, ja, aber er ist der Erste, der mich so aus einer spontanen Situation raus echt... Welche Bewegung fandst du unvorteilhaft? Was ja, hat dir nicht gefallen? Zu, der, dieses Ding? Das ist dieses Gewackel? Manchmal, ja, und so, das ist manchmal ein bisschen so steif, ja, aber hat aber auch irgendwas. Ich finde das gar nicht so... Weißt du? Nee, ich sag ja, nee, es ist nichts Tragisches. Ich sag nicht, dass es irgendetwas ist, was ich nicht mag. Es ist mir nur aufgefallen. Aber auf der anderen Seite, ich fand den Beat, auch wenn viele Leute geschrieben haben, den Beat feiern sie nicht. Ich finde, das hat was. Glaubt mal, Leute, fangt nicht immer gleich an zu haten, Alter. Und außerdem, ich habe ein anderes Ohr als die meisten hier. Mary, Mary Jane. Ich fand das interessant. Ich fand das interessant, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Er ist weiter, fertig. Wir gehen zum nächsten. Ja. Okay, okay, okay. 55, 55. Hi Deutsch, hi Deutsch. D-Lo Beats. 55 in der Nacht, die Stadt los, es ist Vollmond. Geboren in der Stadt, hier am Dom, nicht Colombo. Regensburg auf das Blatt und der Fokus auf Gold holen. Die Jungs bleiben Stoutop aus dem Osten von Europa. Feuerbass wie Thompson's Up, Magazin mein Kopf, Digga, ja, gemeine Träume. Nach der Party schick dich Knockout, weil die Nachricht hier dich schon. Wie die Jungs mit einem Taser auf der Jagd nach deinem Mod, man hitzt die Days gestankt im Block. Deutsche ficken kein Problem, weil ihr lyrisch einfach niemand seid. Triple Rhymes auf Whisky Eis oder lieber Deepest Ice. Ich kicke Lines auf einem Niveau, das mittlerweile Wirkung zeigt, die der von Little Boy, weil mein Schlag von Hiroshima gleich. Kille jeden Toy, Pass Katana, Schaffkin. Ist so Posse-Rap, weißt du, mit den Jungs so ein bisschen rappen, so ein straighter Beat, jetzt nichts Spektakuläres. Aber guck mal, das meine ich, auch wieder no hate. Guck dir mal die Leute da an, ja. Guck dir das Gesamtbild an. Ja. Und das gerade eben war irgendwie, das hatte was anderes an sich gehabt. Das war irgendwie so sympathisch, so irgendwie... Stimmt. Weiß ich mal, es war irgendwie offener, ja. Einladender. Das ist jetzt nicht so etwas, wo ich sage, so ja, ich habe genau das, das bringt mich zum Überlegen, eher nicht so, nee. Ich habe jetzt auch nichts irgendwie gefühlt da, irgendwie gar nichts. Nee. Jungs, trotzdem, wir haben kurz reingehört oder so. Ja, ey, überhaupt gar kein Front, alles cool, aber das ist gerade natürlich auch im Vergleich zu den letzten zwei, drei Leuten ist das nicht annähernd so. Rede Deutsch. Tritt bei Runden in einem Beamer auf der Konomie. Geht der Kühne in der Jeeve, Gianon und Pill. Exclusive Mon Petit, das was du siehst ist real. Auch der Bebe Beamer und der GTI. Grüße raus an meine Enemies. Sie behaupten, mein Sound wär nicht legitim. Und nein, Rapper werden ist kein leichter Weg. 15 Mille in der Tasche, aber für mich kein Problem. Zu viel Blut vergossen, life is pain. Auf Code ihn besoffen, ja, yeah. Coco Jumbo bist kein weißes Gay. Sie klauen dir die Automatike. Kiki Pass bei MB Light. Dieser Beat Overdose, Amy White. Walla walla, mir geht es gut, ja ja. Mein Nose sehen königlich, die Mufasa. Schut, schut, seine Kost tut am Moi. Schut, schut, dritte Deutsch, dritte Deutsch. Schut, schut, seine Kost tut am Moi. Dritte Deutsch, dritte Deutsch, dritte Deutsch. Schut, schut, seine Kost tut am Moi. Luxuskarren, unser Ding. Jeder Part muss kratzen, damit später auch der Umsatz stimmt. Abu Jackson, ich bin Täter, denn ich will gewinnen. Keiner stoppt meinen Willen, das ist mein Film, denn ich bin bestimmt. Ich bin King, roll auf Mars, schwarze Felgen. Also ich hab's ja lange laufen lassen, ne, weil ich halt noch gehofft habe, irgendwie noch was. Aber klar, sicherlich. Guck mal, ich kenne die ganzen Leute dort nicht. Ich will mir nicht anmaßen, irgendwie zu sagen, wie es ist. Der Chat hier hat natürlich immer direkt schon 100% seine Meinung und weiß auch schon immer Bescheid. Aber, also, na, weiß ich nicht, mich hat es jetzt nicht so gecatcht. Also. Ihr lacht über Masken und lästert über Rapper. Aber wo Dings... Ist das private Werbung, die er reingestellt hat? Westside, Motherfucker, was geht? Warum ist denn das so leise? Sehr leise, wa? Ey, das ist doch wieder eine Verarschung von Gorex, Alter.
Chille, chille die Bass. Wonder gonna pay, ich rieche den Chill. Chille die Bass! Dominieren schon langsam das Game. Chille, chille die Bass. Chille, chille die Bass. Das ist der rechte Beste, Alter! Jungs, aber die trauen sich, Junge, auf dem Balkon schön im Block. Balkon von Oma. Sie denken. Fahrstuhl, schnell rein! Ey Jungs, ist euer Ernst gerade? Irgendwie hat die was. Meint ihr das gerade ernst? Ja. So Insider-Hit-mäßig. Insider-Hit-mäßig. Was ist daran Insider-Hit? Lachen morgens, wenn du der Gorex triffst. So, ey, chillst du heute die Base so? Ja. Hier, ich sehe Gorex am Donnerstag. Am Donnerstag werde ich erstmal mies seine Base chillen, Alter. Ich chille die Base. Kein Brett mehr, ein Sägewerk. Komm nicht klar, sag mir, was hier mit mir schon wieder passiert. Alles am Arsch, doch ich hab es hier zumindest probiert. Du sagst, ich hab das krass gemacht, doch alles wurde rekopiert. Nimm die AK und baller die Lobos, die haben dich rasiert. Lobos, 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 schießen auf und fließ. Lobos, 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 schießen auf und fließ. Lobos, ziehen, es gibt Krieg. 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 Lobos, Lobos, Lobos schießen auf und fließ. Lobos, Lobos, Lobos schießen auf und fließ. Lobos ziehen, es gibt Krieg. 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 Weg, Escobar Sosa. Ich komm mit der Crew und dem Koka Sokrat. Im schwarzen Rover fick ich deine Mutter so wie Dreck, dann Nomad. Alles am Arsch, doch ich gebe nie auf. Machst du hier Faxen, du blickst in den Lauf. Für meine Party nehm ich das in Feier ich nicht. Dann chillen wir weiter die Base. Also, wie gesagt. Was willst du machen jetzt? Chillen die Base. Nein, es ist, weiß ich nicht, Alter. Es ist so. Es ist ein Mischmasch so aus ziemlich vielen verschiedenen Leuten, die man alle schon gehört hat. Und ja, das ist, weiß ich nicht. Und ich feiere das auch nicht hier mit so einfach immer so militant maskierten Leuten und so. Naja, weiß nicht. Mach ein neuer Donation-Sound. Chille die Base. Ich chille die Base. Ich geh den Weg, ist nicht grad leicht. Fick auf die Medien, alles schweigt. Doch Hater reden, denn sie packt der Neid. Sie können mir alles nehmen. Doch meine Gabe bleibt. Auf jeden Fall Fanclub in der Chatbox sehe ich gerade. Schutz zu bieten, Johnny Sound wird von diesen ganzen Schwanzlos schon groß geschrieben, doch totgeschwiegen, ich kann das nicht verstehen. Loredana, Klicks und Time, warte auf Miss Universe, doch ist maximal eine Missgestalt. Nein, ich habe noch nicht gesagt, ein guter Deal wird wohl noch dauern. Halte mich selber unten wie ein Fußballspieler in der Mauer. Will Loredana einen Vertrag, dann würde sie blasen, wenn's sein muss. Und macht vom Abschluss die Beine breit wie Cristiano bei Freistoß. Ich habe... Kurz mal zurück, was hab ich jetzt gerade nicht verstanden? Habt ihr es verstanden? Nein. Du hast verstanden? Ja, war ein bisschen, habe ich auch verstanden. Der Mauer, wenn Loredana einen Vertrag, dann würde sie blasen, wenn's sein muss. Und macht vom Abschluss die Beine. Mach nochmal. Nee, wirklich jetzt, ich mach ich ernst. Wie ein Fußballspieler in der Mauer, will Loredana einen Vertrag, dann würde sie blasen, wenn's sein muss. Und macht vom Abschluss die Beine breit wie Cristiano beim Freistoß. Versteh ich nicht, Alter. Ist es jetzt ein Loredana-Diss oder was? Ja. Macht beim Abschluss die Beine breit, ja, wie Cristiano Ronaldo. Will sie einen Deal oder einen Vertrag? Ja, Dicker, Alter. Also erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Apo Red und SpongeBob so ein bisschen. Also so. Ist irgendwie so, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Alter. Ach, Kinders. Wir sind fast. Ey, wir haben die Tracks fast durch, ja? Feier ich nicht. Außerdem, wie gesagt, Lori ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Freundin noch von mir. Und, nee. Tendenziell supporte ich halt sowas generell sowieso nicht, aber auch unabhängig davon, wenn das jetzt kein Lori-Schmutz beinhaltet hätte, feiere ich auch nicht, wie gesagt. Also. Ich komme rein, wenn die Buch brennt. Ich schütte Bass durch das Mic in dein Kopf wie Patronen. Frag die erste Million Klicks. Wenn der Teufel mich sucht, ja, dann soll er mich holen. Und die Seiten sind Maximum frisch. Und lasse Räuchte Pomade den Scheitel betonen. Ich bin wie Waffen und Drogen. Von 100% aller Eltern verboten.
Und ich gebe Gas, wie wenn Adrenalin durch die Vene rast. Du hast Glück, Dicker, wenn ich dich am Leben lass. Ich steh auf klassische Bitches mit riesen Arsch. Postfickerei aller Leberhaken. Vielleicht geh ich fame, weil ich zu begabt bin. Kokain ballert und der Beat ist stark. Ich hab die Szene gefickt nur mit diesem Bart. Und weil ich hier die Regel mach, bist du gefällig. Keine Gegner, ich bleib unerreicht, der Gegner lang. Ich angel die Klicks, alles für Mula, ich stapel die Hits. Deine Frau steht auf mich, ich erkenne es am Blick. So mach mal lauter, mein Sound ist Weltraum, die Parts-Roboter. Dein schlimmster Nee. Ich hab sogar 13 Sekunden länger ausgehalten als Animus. Tatsächlich, ja. Wie gesagt, ist so für mich so praktisch, also Standard, ne? Nichts, wo ich jetzt sagen würde, unfassbar, lass uns da mal ein bisschen hinterher sein. Okay. Oh, so schlecht. Diesen Effekt noch drüber im Kopf, ey. Ja, weiß ich doch jetzt schon wieder, wie sich's anhört. Buster, Rolly und eine AP. Alle deine Freunde sind so lazy. Alle meine Bitches, die sind crazy. Buster, Rolly und eine AP. Buster, Rolly und eine AP. Alle deine Freunde sind so lazy. Alle meine Bitches, die sind crazy. Bust on Rolly und ne AP. Ich bin viel zu dumm mit meinen Fans. Keiner von euch spielt diesen Slang. Ich häng jeden Tag nur mit der Gang. Alle deine Freunde sind so mad. Ihr seid viel zu lash nach nem Joint. Keine Ahnung, warum ihr euch freut. Bust on Rolly und ne AP. Jeden Tag häng ich mit der Baddie. Bust on Rolly und ne AP. Alle deine Freunde sind so lazy. Alle meine Bitches, die sind crazy. Da kannst du mir Cola anbringen? Mir auch AP. Mit deiner, Afri. Danke. Alle deine Freunde sind so lazy. Alle meine Bitches, die sind crazy. Bust on Rolly und ne AP. 30.000 Euro nur am Arm. Du schaust dich nur um, denn du bist arm. Alle 30.000 Euro Uhr am Arm. Du schaust dich nur um, denn du bist arm. Danke, dass du dabei warst. Ja, okay. Vielen, vielen Dank. Der steht da gerade oberkörperfrei rum. Nee, feier ich nicht, Alter. Ich komm in Chucks in die Club, mach den Cripwalk wie Pack. Ich bleib nur für eine Stunde und dann hau ich wieder ab. V-I-Doppel-Ali, Baby, immer unter Tatverdacht. Wenn es Probleme gibt, komm in meine Nachbarschaft. What the fuck? Check, 2016, Rock'n'Roll und Cash, das Leben läuft perfekt. Immer wieder Stress, sagen Welli sei arrogant. Was? Ich geb nur Fotzen, halt keine Hand. V-I-Doppel-Ali, Bruder, tamam, tamam. Komm mit 100 Mann, aber rasant bekannt. Und bei Beef, check, steh ich immer stramm. Ob ich kassier oder nicht, man, das Leben ist ein Kampf, verdammt. Oh shit, die Brille steht mir gut. Para, Kokain, Bitches und Ruhm. Alles läuft cool, Yannis, Selamo, Alec, Veli, Toni, Giano, Kush, Janeiro, G-Ray. Fidel Kartel. Was ist das denn? Ich komm in Chucks in die Club, mach den Cripwalk wie Pack, ich bleib nur. Das war der letzte Künstler des Abends. Ich bin happy. Ganz dein Feedback jetzt noch zu unserem Freund Welli offiziell. Ja, also wie gesagt, das ist halt irgendwie so ein bisschen Freestyle-mäßig, Strophe gekickt halt irgendwie so. Das ist, ja, weiß nicht, ist nicht, habe ich jetzt nicht gefeiert. 31 Künstler, meine Damen und Herren, einer besser wie der andere. Also ganz ehrlich, ich hab mir jetzt hier, ich habe original 8 Künstler hier stehen, ich habe hier Atta stehen, ich hatte Kimo, da haben wir ja gedacht, dass wir da nochmal ein Voting machen, aber nein. Caro, Motive 46, Silver C, Dago 315, Psyches, ja. Den hattest du sozusagen, ja, weitergegeben, ja. Und wir hatten Iron. Wenn ich es jetzt mal wirklich runterbreche, ohne Sympathien, ohne Brudi, lass doch nochmal reden und so, muss ich dir ganz ehrlich sagen, vom Prinzip bleibe ich bei Dago und bei Iron. Das sind so die beiden, die mir aufgefallen sind. Es gibt aber für mich eine ganz klare Entscheidung und die sehe ich auch jetzt beim zweiten Mal auch viel deutlicher. Ich muss sagen, dass beim zweiten Mal der Dago-Track, so gut ich ihn beim ersten Mal fand, schwächer wurde. Beim zweiten Mal wurde er schwächer und der Iron-Track wurde beim zweiten Mal stärker als beim ersten Mal. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist er. Ja. Es gibt, das ist unser Mann. Ja. Mary, Mary Jane. Mary, Mary Jane. Oder das Grüne. Mary, Mary Jane. Yeah. Lieber auf die Nesten, Blüffig und Mary Jane. Blüffig und Mary Jane. Schiebe Welle, wenn ich split wie ein Hurricane. Everyday, ja. Kelly Strains in Smoking Papes zum Blühen bringen. Der Grund, wieso ich 24-7 übermüdet bin. Bring Bars in meine Area, wie so. Hier sagt man,
es gibt irgendwie bei JamFM gibt es irgendwie ein Video. Warst du schon mal? Du warst auch schon mal JamFM, ne? Massiv, oder? Her, Alter. Ne? Du kriegst jetzt was? Ja? Ja, Mann. Safe. Okay, sag mal. Okay. Bitteschön. Ey. 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 Guck dein Team an, nur Hunde am Start wie beim Bundesparteitag, das kann nicht gesund sein, die Lunge ist halb schwarz. Hier bestimmt Kunden den Alltag, drunter lag an Wetten, weil das Leben schwarz-weiß war. Drunter und drüber wie bei Temple One, jeder hört sich wie 21 Savage an. Erledige der Trapper mit dem Second Punch, Hotbox mit Ombre gleich dem Flächenbrand. No real talk, viva la Reebok. Peace Block, sweet so wie Treetop. Undercover bleiben, kick die Z-Rock. Hinterlass ein Vermögen so wie Steve Jobs, Kopf kahl so wie Amber Rose. Sheriffs machen ein auf Sherlock Holmes, bald worldwide Shows so wie Marilyn. Jüngster MVP wie Derrick Rose, Mischkonsum komm in Savage Mode. Fies to Peter will never grow up, ich trau keinem, then you never know. Willst du noch weiterhören oder bist du? Nö, ich bin alles gut für mich. Ja. Da ist er, der Junge. Was läuft? Was läuft? Was läuft? Vielen, vielen Dank für die Resonanz auf jeden Fall. Gern geschehen, Alter. Gern geschehen. Hast du dich persönlich sozusagen letzte Woche bei uns gemeldet oder hat es ein Kollege von dir aus dem Umfeld gemacht oder so? Ehrlich gesagt, gar nicht. Ich wurde heute mehrfach darauf angeschrieben, wollte mich dann auch irgendwie bewerben, aber hab ich nicht mehr geschafft. Hab dann hier aus Zufall euren Livestream gerade geguckt und auf einmal sitze ich hier auf dem Sofa und höre meinen Namen und kannst dir ja denken, was danach abging. So, ne? Cool, Alter. Das heißt, wie ist sein Song zu uns gekommen? Das ist eine sehr gute Frage. An denjenigen auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank, ja. Was willst du machen? Sein gegönnt, Alter. Das wird einer deiner Kollegen gewesen sein, oder was? Der deinen Song einfach vorgeschlagen hat bei uns im Discord, ne? Ja, krass auf jeden Fall. Killer. An denjenigen ein dickes, fettes Dankeschön. Ja, ist krass. Vielleicht hast du es nicht mitbekommen, wir haben echt eine Menge Zuschauer bzw. Einsendungen bekommen. Wir haben uns die ganzen Songs angeguckt, viele waren mit Videos, ein paar nicht und so. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dein Song, den wir gehört haben, war Mary Jane, richtig? Mary Jane. Und vom Gesamtbild her, mit allem drum und dran, fand ich persönlich, das war der Song der Show oder des Abends auf jeden Fall. Und der hat mir persönlich am besten gefallen. Im Endeffekt ist natürlich jetzt eine bisschen lustige Situation, weil du dich selber ja auch gar nicht bei uns beworben bzw. mitgemacht hast. Das heißt, Problem. Ich bin dabei auf jeden Fall, keine Sorgen. Was wir dir nur damit sagen wollen ist, dass theoretisch der Sinn dieses kleinen Contests gewesen ist, dass der Gewinner praktisch eine Produktion von mir bekommt. Ja, das heißt, wir können ins Studio gehen, praktisch einen Song produzieren. Dieser Song wird dann auch veröffentlicht über alle Streaming-Portale. Plus auf Amazon Music bekommst du das Cover der Raw-Playliste und auch Unterstützung von Amazon Music, Spotify, Apple und so weiter und so fort. Und wenn du Bock drauf hast, dann kannst du das machen. Wenn nicht, kannst du natürlich gerne einen Joint kiffen und auf der Couch chillen. Aber von unserer Seite aus möchten wir dir das Angebot machen auf jeden Fall, Alter. Vielen, vielen herzlichen Dank, nehme ich selbstverständlich an. Vielen herzlichen Dank. Cool. Ich bin dieses Wochenende in Berlin, Freitag bin ich auf der CEO Release Party. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht sieht man sich ja dieses Wochenende schon. Wäre auf jeden Fall, würde mich freuen. Können wir vielleicht machen. Ich bin aber, glaube ich, ab Donnerstag nicht mehr da. Aber wir checken das ab, wir bleiben in Kontakt und wir werden das dann auch bei dir in der Nähe organisieren. Das bedeutet, du musst dann auch gar nicht nach Berlin kommen. Wir kommen dann irgendwie bei dir vorbei oder du kommst zu uns da irgendwie im Pott und dann kriegen wir das hin. Iron, an dieser Stelle, wie gesagt, wir hatten heute den weltweit größten Stream mit, ich glaube, 112.000 Zuschauern oder was, ne? Genau. Ey, gerne. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ja auch einen Joker gegeben, aber ich muss ehrlich sagen, als du warst unser, ich weiß es nicht, fünftletzter Kandidat oder so, auf jeden Fall kamst du ziemlich zum Ende. Und ey, da war eigentlich klar, Mary Jane. We'll be right back.